Einen schönen guten Tag von Palma de Mallorca, vom Flughafen San Juan. Es ist mal wieder früh morgens, circa 2 Stunden vor meinem Abflug. Und ich habe den Eindruck, hier ist alles mal wieder einigermaßen easy und es ist nicht viel los. Schau gleich mal oben, das ist entscheidend, wie gut ich durch die Sicherheitskontrolle komme. Ja, deswegen begrüße ich euch recht herzlich zu einem Airport-Update. Von Palma geht's nach Deutschland und ich wünsche viel Spaß bei diesem Video. Ja, das wirkt alles ganz normal hier, ganz nicht zu voll, nicht zu wenig. Das dürfte relativ schnell gehen an der Sicherheitskontrolle. Ja, auch hier wenig Leute, wie gesagt, 2 Stunden vor Abflug frühmorgens ist eigentlich immer eine sichere Zeit. Ich war schon mal 3 Stunden vorher hier, das war zu viel, da war die Angst dabei, dass zu wenig Personal hier ist, aber Flughafen Palma ist eigentlich immer gut organisiert. Es sind auch nicht so viele Spuren hier geöffnet. Dankeschön. Ja, und schon durch. Das waren jetzt höchstens 5 Minuten. Keine Tests, keine Drogentests. Das macht man ja mal durch Zufall. Muss man hin und wieder mal Tasche und alles vorzeigen, Hosenbund. Und wird auf Drogen geprüft und ich weiß nicht auf was noch, wahrscheinlich auch auf Sprengstoffe. Aber derart, selbstverständlich habe ich nichts dabei. Also gehe ich hier an den Drogen vorbei. Melde Drogen. Das große Café oder beide hier, die waren relativ gut besucht, so dass es irgendwo anders noch einen Café gibt, wo man schneller dran kommt. Mit zunehmender Zeit werden hier immer mehr Läden vermietet. Dass der hier zu ist, der Laden, das hat nichts mit dauerhaft zu tun, sondern dem ist es einfach zu früh. Nicht alle öffnen schon morgens um diese Uhrzeit, sondern viele erst dann, wenn wirklich hier der Flughafen voll ist.
auch wenn ich früh dran bin, versuche ich immer so ein bisschen schneller zu gehen, um meine Beine nochmal zu lockern. Wenn man dann 2,5 bis 3 Stunden, ja, über 3 Stunden sind es eigentlich immer, bis man dann wieder raus ist aus dem Sitz. Und das ist schon eine relativ lange Zeit, deswegen tut Bewegung vorher und hinterher immer ganz gut. Dass es hier noch so ruhig zugeht, das hat nichts damit zu tun, dass der ganze Tag eventuell so wäre, sondern eine Stunde später kann schon ganz anders sein. Wenn hier die Busse ankommen, dann ist das hier ruckzuck voll. Mittlerweile 4:15. Ja, hier ganz weit hinten, hier haben nur ganz wenige geöffnet. Ich gucke jetzt noch mal in diesen Flügel.
weit und breit keine Menschen. Aber von hier geht mein Flug auch nicht ab, sondern ich gehe immer noch vorher in einen ruhigen Bereich, wenn ich noch eine Stunde Zeit habe, und setze mich da irgendwo hin. Dieses hier ist ja übrigens der Terminal C, und der Terminal A auf dem Flughafen wird bis zum Frühjahr gesperrt. Das hat mehrere Gründe, Instandhaltung, Wartung und natürlich auch Energiespargründe. Hier geht es jetzt gleich los mit meinem Flug. Ach ja, übrigens, und der Terminal B wird übrigens auch bis zum 15. Dezember gesperrt. Dann gibt es also nur zurzeit C und D. Ja, angekommen im Flugzeug und schwer zu erkennen, das ist Ryanair. Ja, ich hatte einen angenehmen Flug, bin jetzt hier in Hamburg gelandet, auf dem Rollfeld. Sonnenschein, was will das Herz mehr? Auch hier relativ warme Temperaturen, nicht nur auf Mallorca. Hier warten schon rechts um mir die neuen Fluggäste, die direkt wieder nach Mallorca fliegen. Also das gleiche Flugzeug fliegt hier im Pendelverkehr hin und her. Hier ist sehr viel los. Hier hinten, das verteilt sich hier so ein bisschen. Bin immer froh, wenn ich hier hinten raus bin. Das ist übrigens der längste Weg, den man hier haben kann, auf dem Flughafen Hamburg bis zum Ausgang. Weil der Weg so lang ist, gab es hier früher mal einen Rollsteig, genau an dieser Stelle. Den hat man rausgenommen und dem drauf verzichtet. Aus Kostengründen. Yeah.
Ja, wirklich sehr, sehr viel los. Nicht nur ankommende Fluggäste, sondern auch abfliegende. Und das hält sich auf Mallorca wohl auch im Moment noch einigermaßen die Waage. Ferien sind nicht überall vorbei. Auf Mallorca war es auch so, dass der Ankunftsbereich auch relativ voll war die letzten Tage. Morgens um diese Zeit natürlich noch nicht. Als ich geflogen bin, war es kurz nach 6. Relativ pünktlich abgeflogen, ich glaube 10 Minuten Verspätung. Was noch erwähnenswert ist, dass ich weder beim Hinflug noch beim Rückflug einen Ausweis benötigt habe. Ich kann wirklich nicht sagen, ob es jetzt auch vom Personal abhängt, aber zurzeit sieht das alles ziemlich gelockert aus. Maske trägt nur, wer möchte, also es wird niemand darauf hingewiesen. Das Personal trug auch heute keine Maske. Vielleicht ist es denen auch selbst überlassen, aber es fragt auch keiner. Und ja, es macht jeder, wie er möchte. Und wenn das Flugzeug nicht ganz voll ist, ist man entspannt dabei. Ist das Flugzeug ein wenig voller und sitzt man in einer Reihe zu dritt, dann ist es schon ein bisschen ja, mehr zu überlegen, ob man sie doch aufsetzt. Auf den Flughäfen wird darauf hingewiesen, also vor allen Dingen in Palma, hier jetzt nicht, per Lautsprecher durchsagen, dass das Tragen der Maske nicht notwendig ist, aber jedem selbst überlassen. Hier jetzt der Ausgang. Dann habe ich es geschafft. Draußen wird es sicherlich gleich viel, viel weniger werden. Es verteilt sich hier natürlich. In alle Richtungen, Richtung S-Bahn, Richtung Parkhäuser, Taxen und Busse, die hier auf dieser Ebene stehen. Hier in der Mall haben immer mehr Geschäfte geöffnet. Aufgefallen am Hamburger Flughafen sind mir größere Raucherbereiche. Das waren sonst so kleine Boxen. Durch Zufall, ich suche ja nicht danach, aber durch Zufall habe ich gesehen, dass die Bereiche viel, viel größer geworden sind und man dort nicht so dicht gedrängt wie bisher steht. Und draußen. Die Morgensonne scheint zaghaft. Relativ blauer Himmel. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, die Informationen, die ich euch geben konnte zu dem Flug, haben ausgereicht. In Kürze folgt der Flug von Hamburg nach Mallorca, sodass sich jeder dann so sein Bild machen kann, vielleicht ein wenig mehr vorbereitet ist. Ich sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Moin Moin aus Hamburg und ja, freue mich, dass ihr dabei wart. Würde mich riesig freuen, wenn alle, die neu sind auf Georgies Kanal, diesen auch abonnieren. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Vielen Dank an meine Stammfollower für die Treue. Tschüss.